Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute zeigen wir euch, wie man mit der Excenta-Maschine poliert. Vorher wollen wir euch noch zeigen, was noch zur Vorbereitung des Fahrzeugs gehört, und zwar das Abkleben. Wir werden hier bei diesem Fahrzeug mehrere Teile abkleben, weil wenn uns Politur auf den Kunststoff kommt oder wir aus Versehen mal mit dem Pad auf den Kunststoff kommen oder auf andere Teile, dann kann das beschädigen und wir haben dann auch große Probleme, diesen Schaden zu beseitigen oder die Politur abzubekommen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie man vielleicht denken mag. In dem Bereich werden wir die Scheinwerfer abkleben, die unteren die Nebelleuchten, beziehungsweise hier ist es ja den Blinker, den kompletten Kühlergrill, weil alles aus Kunststoff ist. Auf der anderen Seite genauso. Und dann werden wir uns noch hier Ritzen, an die wir nicht rankommen, wie zum Beispiel hier unter dem Kühlergrill abkleben, weil das ist nämlich immer ein Problem, da den Polierstaub rauszubekommen. Hier in der Motorhaube macht das nicht so viel, weil die kann ich aufmachen und abwischen. Kann man mit abkleben, aber dann muss ich die Kleberückstände wieder auf dem Lack wischen. Also vom Lack wischen, das ist immer so ein Balanceakt. Man muss immer selbst wissen, wie viel man lieber kleben oder wischen will. Bei Teilen, wirklich Kunststoffteilen oder Teilen, wo keine Politur ran darf, immer mehr kleben als eigentlich nötig. Ist immer besser. Vorsicht ist besser als Nachsicht, wisst ihr ja. Ansonsten habe ich mir hier im oberen Bereich, weil ja auch alles voller Kunststoff ist, Klamotten reingestopft, damit ich den Bereich da schone. Dann spare ich mir nämlich einfach Klebeband, weil Klebeband kostet ja auch Geld. Ich habe jetzt hier zum Abkleben mir zwei Stärken ausgesucht, einmal ein bisschen breiteres, vor allen Dingen für den Kühlergrill, und ein schmaleres für die Scheinwerfer, weil ich will ja auch nicht zu viel vom Lack abkleben. Nicht, dass man am Ende einen Unterschied sieht, weil vielleicht 2 cm anstatt nur 5 mm nicht poliert wurden. Kommen wir jetzt mal zum Abkleben. Funktioniert mit diesem speziellen Band ziemlich gut. Ist immer eine Fummelarbeit, man muss sich da so ein bisschen reinfummeln. Ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung bei der Fahrzeugpflege, aber es gehört dazu. Achtet drauf, dass ihr schön um Kurven rumklebt. Im Zweifel lieber halt mehrere Anfänge machen. Hat man zwar am Ende ein bisschen mehr zu tun beim Abreißen, aber was soll's. Die Zeit haben wir ja bei unserer Leidenschaft auch. Und immer schön feststreichen. Wie gesagt, mit diesem guten Klebeband funktioniert es ziemlich einfach. So. Am Ende einfach abreißen und achtet darauf, dass ihr die Kanten nochmal richtig schön feststreicht, weil wenn ihr da mit der Poliermaschine rankommt, dann habt ihr Klebereste im Pad und das ist auch nicht schön. So, jetzt habe ich hier selbst schon mal ein bisschen ist nicht so gut gemacht. Kann passieren, macht ja nichts. Musst ihr halt nochmal eine Lage rüberkleben. Alles nicht so weiter dramatisch. So. Versucht halt nicht zu viel vom Lack abzukleben. So viel wie nötig, so wenig wie möglich, kennt ihr ja den Spruch. So, wenn wir dann nämlich zu dem Scheinwerfer kommen im oberen Bereich, wo ich vielleicht mal mit dem Pad rüberrutschen könnte, weil ich da gerade poliere und da ein großes Pad verwenden will, mache ich es auf Nummer sicher und nehme nochmal ein breites Band, klebe mir nochmal den oberen Bereich des Scheinwerfers ab. Wie gesagt, das Band lässt sich hier wunderbar ineinander knicken, das stört ja überhaupt nicht, wenn ihr da eine Falte drin habt. Das Auto soll ja so nicht fahren, sondern ist ja nur für den Zeitraum der Arbeit. Denkt dran, nichts auf den Lack legen, jetzt kein Klebeband oder so, außer ein Tuch. Das stört nicht, wenn der Lack sauber ist, aber jetzt kein Klebeband auf den Lack legen und schon gar keine Poliermaschine. So. Hier, ob ihr jetzt den Bereich abklebt, kommt immer darauf an, was ihr für eine Politur nutzt. Wenn ihr halt, wie gesagt, eine nutzt, die sehr stark staubt, klebt das hier ab, sonst habt ihr am Ende keine Freude. Ich will heute keine benutzen, die so stark staubt. Die Ultimate Compound staubt ein bisschen, werdet ihr dann sehen, aber nicht so, dass ich jetzt das hier abkleben muss. Kommen wir mal zu dem Bereich, dann nehme ich gleich ein breites Klebeband, weil hier unten wollte ich eh nicht polieren, diesen schmalen Streifen. So, funktioniert. Zack, den Bereich abgeklebt. Und dann den Kühlergrill. Aus dem einfachen Grund, weil wie gesagt,
vom Kunststoff die Politur abwischen, ist nicht das Problem, aber wenn ihr halt doch mal mit dem Pad ein Stück tiefer rutscht aus Versehen und dann darauf kommt, dann ärgert ihr euch, wenn ihr den Kunststoff verbrennt oder euch da Spuren reinmacht. So. So. Na gut. Ich klebe jetzt mal weiter das Auto hier nochmal ein bisschen ab, den anderen Scheinwerfer. Will euch damit nicht weiter langweilen. Macht es kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Fahrzeugpflegefenster, sind wir wieder. Wir haben ein bisschen abgeklebt. Wie gesagt, wir werden jetzt nur die Motorhaube machen, deswegen nicht das ganze Auto abgeklebt und auch nicht den unteren Bereich, nicht wundern. Wir fangen jetzt erstmal an zu polieren. Wie ihr seht, ich habe schon meine Brille aufgesetzt, meine Handschuhe angezogen und ich höre auch nicht mehr so viel. Aber ich muss ja nur reden, ich muss ja nicht hören. Jetzt hole ich mir mal meine Poliermaschine. Wie gesagt, heute mal mit der Accenta. Haben großes gelbes Menzerna-Pad drauf, das ist das zweithärteste, es gibt noch ein weißes, das härter, aber das ist auch schon hart. Werde die Ultimate Compound nehmen. Vorher natürlich immer schütteln. Achso, wenn ihr in die Anweisungen guckt, dann wisst ihr auch, wie ihr die anzuwenden habt, aber ich erkläre das jetzt einfach mal. Erstmal grundsätzlich vorsichtig die Politur aufs Pad bringen. Am Anfang einen kleinen Tick mehr, damit das Pad auch ein bisschen Politur aufnimmt. 4 oder 5 Tropfen, das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Und entweder verteilt ihr sie auf dem Lack, mag ich aber nicht so, weil mir dann zu viele Bereiche vom Pad noch nicht keine Politur haben. Deswegen verteile ich sie immer erstmal mit dem Finger ein bisschen, damit das Pad auch ein bisschen vorbereitet ist. Gibt es wie gesagt verschiedene Auffassungen. Es gibt auch Detailing-Profis, die sagen, das ganze Pad muss voller Politur sein, aber das kriege ich auf so einem Auto nie durchpoliert, deswegen mache ich das nicht. Und damit das am Ende ein bisschen flutscht, nochmal ein Spritzer Citrus Bling oben drauf. Kommen wir zu unserem Polierbereich. Das Beste ist, wenn ihr euch immer Bereiche wählt, die 40x40 sind. Um das rauszufinden, könntet ihr euch einfach zum Beispiel so ein Standard-Mikrofasertuch, die sind in der Regel in der kleinen Größe 40x40, auf den Lack legen. Am Anfang, irgendwann habt ihr ein Gefühl dafür, ja, und dann fangt ihr an, okay, so viel muss ich polieren, legt euch das vielleicht daneben, dann habt ihr immer eine Orientierung. Ich habe den Wagen jetzt hier abgeklebt, weil wir für weitere Videos auch noch mit anderen Maschinen polieren wollen, deswegen haut es hier nicht ganz hin, hier ist es ein bisschen größer, hier ein bisschen kleiner, aber das macht jetzt für Anschauungszwecke nichts. Anschließend, ganz wichtig, das Kabel klemmt ihr euch entweder an Karabiner, aber aufgrund meines super neuen Lookes habe ich jetzt hier keinen, oder legt euch über die Schulter, damit es nicht auf den Lack kommt. Dann Politur aufbringen und ein bisschen verteilen. Jetzt wird es gleich etwas laut. Erstmal auf Stufe 1 Politur verteilen. Das Ganze machen wir mit einem Kreuzstrich. Wenn wir gerade dabei sind, da habt ihr es gerade schon mal gesehen, wie polieren wir? Wir polieren im Kreuzstrich. Das bedeutet, eine Hand oben an der Maschine, eine Hand unten, achtet drauf, dass sie gerade ist und dann fahrt ihr Bahnen. Ja, erstmal so und achtet drauf, dass die Bahnen etwa 50% überlappen, damit ihr keine Stelle auslasst. Anschließend hoch. Das einmal komplett durch ist ein Kreuzstrich. Wir machen mal weiter. Wenn ihr poliert mit der Accenta, ja, ihr habt eine Drehbewegung. Wenn ihr seht, dass diese stockt, habt ihr entweder zu viel Druck oder die Maschine verkantet. Dann müsst ihr gegensteuern. Man kann das ganz gut überprüfen, indem ihr euch ein oder mehrere Striche auf euren Stützteller macht. Wenn ihr seht, dass der sich noch dreht, sitzt die Maschine gut. So. Jetzt wird die Politur, da ist die McGuire, erstmal eingefahren. Dafür nehme ich jetzt hier Stufe 3 und fahre sie einen Kreuzstrich nur mit dem Eigengewicht der Maschine und Unterstützung meiner Hand ein.
Lasst die Maschine beim Ausschalten immer auf dem Lack ausdrehen, damit, wenn ihr noch zu viel Politur im Pad habt, euch nicht alles durch die Gegend spritzt. Guckt doch mal ab und zu mal ins Pad, ob grob Dreck drin ist. Wenn nicht, könnt ihr ganz normal weitermachen. Jetzt kommt der eigentliche Poliervorgang. Ich stelle auf Stufe 6, weil ich will ja hier ein bisschen was erreichen. Und fahre die Politur durch. Das erkennt ihr daran, wenn dieser milchig weiche Film durchsichtiger wird. Ist immer so eine Sache, ich schätze mal 2-3 Kreuzstriche sollten es jetzt hier sein, dann sollte der Bereich fertig sein. Macht es euch gemütlich und guckt mal einfach zu. Ein Hinweis noch, jetzt bei dieser Politur mit dem Pad nehmen wir etwas Druck auf. Nicht volle Pulle, aber wir drücken schon ein bisschen auf, damit hier was passiert. So, das können wir hier sehen. Natürlich, was ich jetzt nachgezogen habe, sind Polierreste, die sich jetzt durch die langsame Drehung nochmal auf den Lack abgelassen haben. Ansonsten ist die Politur durchgefahren. Dann kommen wir zur Abnahme und zur Überprüfung des Ergebnisses. Einfach mit einem Mikrofasertuch, wenn sich die Politur leicht abwischen lässt, was jetzt hier der Fall ist, dann habt ihr sie richtig durchgefahren. Wenn ihr Probleme habt, weil das wirklich am Lack klebt und ihr tausendmal nachwischen müsst, dann war die Politur noch nicht ganz so weit. Genauso wie hier oben, an der Ecke war ich zum Beispiel nicht, da bin ich nur mit dem Rand vom Pad langgekommen und habe eine Politur aufgetragen, ohne zu polieren. Hier habe ich Schwierigkeiten mit dem Abwischen. So, jetzt kommen wir, gerade bei der Excenta jetzt wichtig, je nachdem, was ihr für ein Ergebnis erreichen wollt, wenn ihr nur Glanz erreichen wollt, dann war es das hier. Dann macht ihr jetzt weiter, macht das ganze Auto. Wenn ihr bestimmte Anzahl an Kratzer korrigieren wollt, braucht ihr jetzt eine Lichtquelle. Wenn ihr es draußen macht, braucht ihr unbedingt natürlich, damit es auch im Schatten ist, wie eigentlich alles in der Fahrzeugpflege, außer manche Wachse, braucht ihr dann Sonne oder ansonsten vernünftiges Licht. Am besten eine Mischung aus Halogen und LED-Licht, da erkennt man es am besten. Wir haben jetzt hier die Sonne, die wir auf unseren Lack lassen können, indem wir den Sonnenschirm entfernen und dann gucken wir, was wir für ein Ergebnis haben. Bis gleich. So, liebe Freunde, jetzt könnt ihr sehen oder habt ihr gesehen, wie man mit einer Excenta poliert und auch schon, was nur noch einem Kreuzstrich mit einer relativ milden oder mit einer Allround-Politur alles möglich ist. Also das Ergebnis ist schon nicht schlecht. Wenn ihr jetzt natürlich noch mehr Durchgänge aufwendet und noch mehr Zeit für diesen Bereich, dann bekommt ihr da wirklich eine gute Fehlerkorrektur hin. Es ist halt nur immer aufwendiger, zeitintensiver und auch meistens anstrengender, weil man halt oft mit viel Druck arbeiten muss und das in diesen Positionen, in mehreren Kreuzstrichen, ist schon anstrengend. Nochmal kurz zur Wiederholung, denkt dran, der Teller sollte nie stehen bleiben, achtet darauf, dass der gerade ist. Passt auf mit eurem Druck, überlegt immer, in welchem Schritt ihr seid. Im Hochglanzfinish immer weniger Druck. Druck sorgt immer für Cut, also überlegt euch das. Meistens steht es auf der Politur mit drauf, welche Drehzahlen ihr fahren müsst, aber bei Wires ist immer gut. Auf 1 verteilen, auf 3 einfahren, auf 5 bis 6 durchfahren, Politur ordentlich abnehmen
und denkt am Ende dran, dass ihr die Politur nochmal mit IPA oder mit einem Lackreiniger den Lack nochmal richtig sauber macht. Konzentriert euch dabei, das ist ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Facebook, Autolackaffen, schreibt bei YouTube unter die Videokommentare. Guckt nochmal auf unsere Seite www.autolack-affen.de. Abonniert unseren Channel, damit ihr die weiteren Videos seht. Wir zeigen euch nämlich noch, wie man die Rota verwendet, wie man die Rupes verwendet und noch ganz, ganz viele weitere tolle Videos. Bleibt sauber bis dahin, wir sehen uns, eure Autolackaffen. We'll be right back.